Querbeet. Hallo zusammen. Heute gibt es endlich mal wieder ein Querbeet. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ich habe auch überlegt, ob ich dieses Jahr überhaupt noch ein Querbeet mache, weil ja auch der nächste Kanalgeburtstag, und das ist sozusagen ein Wunder, es ist nämlich der fünfte Kanalgeburtstag, also das fünfte Jahr, wo dieser Kanal hier existiert, ob ich in diesem Zuge jedenfalls noch ein Querbeet machen soll. Mache ich aber aus Gründen, weil der Kanalgeburtstag wahrscheinlich gar nicht so gefeiert wird, wie ich es ursprünglich vorhatte, komme ich aber gleich zu. Wir fangen ganz klassisch an mit was habe ich neu. Und diesmal, Leute, habe ich tatsächlich ein paar Sachen neu. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Ich habe neu Alles zum Schein. Das ist der vierte Roman von Splittermond. Und den habe ich sogar schon gelesen. Da werde ich aber an anderer Stelle mehr zu erzählen. Super, super gut. Hat mir total gut gefallen. Das muss an dieser Stelle reichen. Spielt übrigens in der Dreibarer Mark. Das ist in Selenia und zwar ziemlich im Westen, so Richtung Küste. Ebenfalls von Splittermond habe ich neu Ungebrochen. Das ist eben der Regionalband, ein Dickband zu Zwinger, Termark und der Blutgrasweite. Da habe ich an anderer Stelle auch schon ein bisschen mehr zu erzählt. Das hier ist noch eingeschweißt, wie ihr sehen könnt, was einfach daran liegt, dass ich natürlich auch das PDF habe und bislang einfach nur mit dem PDF gelesen und gearbeitet habe. Und wenn sich das ändert und ich hiermit loslege, dann wird das natürlich auch aus dieser Folie entsprechend befreit. Ebenfalls noch komplett eingepackt und noch nicht geöffnet ist das hier. Und zwar Shadowrun, das Tarot. Das aufwendig illustrierte und speziell für Shadowrun angefertigte Tarotdeck ist viel mehr als nur ein Stapel voller wunderschöner und mysteriöser Karten. Dieses Tarot bringt eine Fülle an Rätseln und Hintergründen mit, die in der sechsten Welt, der Welt von Shadowrun, noch eine wichtige Rolle spielen werden. Ja, da habe ich einiges zu gehört, bin auch von jemandem so ein bisschen angefixt worden, allerdings noch nicht so richtig krass, deswegen ist auch das eben noch verpackt, ich habe noch gar nicht reingeschaut, vielleicht mache ich da irgendwann mal ein Unpacking. Hättet ihr da Bock drauf? Wenn ja, hinterlasst das in den Kommentaren. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe einiges gekauft in den letzten Monaten, dazu gehört auch dieser Band, die oberen 10.000 von Cthulhu, dazu hat Frosty schon ein Review gemacht, kann ich euch unten einfach mal verlinken. Ja, die oberen 10.000, damit liegt ein weiterer Berufeband für Cthulhu vor, der sich gezielt an die Spieler richtet, ergänzt das Investigatoren-Kompendium mit ganz neuen Berufen für Investigatoren aus der Welt der Reichen und Schönen. Ja, das wäre das. Und dann habe ich mir zwei kleine Spiele zugelegt. Und zwar einmal Geh nicht in den Winterwald von Sister Matters. Die machen ja ganz viele kleine Spiele. Und ja, da ist das Warten ja auch groß zur deutschen Ausgabe von Shadows of the Demon Lord. Das hier ist allerdings was ganz anderes. Das ist halt ein kleines Spiel und das würde ich gerne irgendwann mal anspielen, ausprobieren, wie auch immer. Deswegen habe ich mir das gekauft. Ähnliches gilt für One Last Job, ein letzter Auftrag, ebenfalls bei Sister Matters erschienen. Deswegen entsprechend auch, wenn ihr mal schaut, das gleiche Format. Ja, und da bin ich einfach mal gespannt drauf und vor allen Dingen bin ich gespannt darauf, wann ich dazu komme. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Was spiele ich? Ich spiele nach wie vor Dana Erlhocker in der DSA-Kampagne Die Theaterritter auf dem Kanal von Affendämon zu. Und das werde ich wohl auch noch eine ganze Weile tun. Und demnächst gibt es mal wieder ein kleines Gastspiel, nämlich beim Mischka. Das wird eine Cthulhu-Runde. Vielleicht ist die auch schon gespielt, während ich das hier drehe, das ist nämlich jetzt kurz vorher. Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall spiele ich da mit. Das ist ein One-Shot, der auch nur für eine Session geplant ist. Und es startet endlich das, was vor einem Jahr schon angekündigt wurde, nämlich ein Few-Shot mit All Flesh Must Be Eaten hier auf dem Kanal, aber mit mir als Spielerin, was tatsächlich ein Novum ist. Das ist die erste Runde dann hier auf diesem Kanal, die ich nicht leite, sondern wo ich als Spielerin dabei bin. Geleitet wird das Ganze vom Lex, den die meisten von euch ja aus den Runden kennen dürften, denn der ist ja bei den meisten einfach mit dabei und da freue ich mich schon tierisch drauf.
Was leite ich selbst? Ich leite immer noch die Winterkönigin, allerdings nicht mehr ganz so lange, denn wir haben mittlerweile ja den sechsten Band erreicht. Und es ist so, dass jeder dieser Bände innerhalb dieses Abenteuerpfades, sind ja eben insgesamt sechs, und jeder teilt sich auf und hat vier oder fünf so Unterabschnitte. Und wir haben tatsächlich die ersten beiden Abschnitte davon schon gespielt und in dem Fall bleiben noch drei übrig. Das heißt, ich rechne damit, das relativ bald beenden zu können oder auch nicht, weil nämlich sowohl bei der Winterkönigin als auch eben bei der Theaterritterkampagne ganz viel schief läuft mit Terminen. Das heißt, es läuft eigentlich nicht schief, es sind nur schlecht Termine einfach zu finden. Das wird jetzt sicherlich in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit nicht allzu viel besser werden. Das sind unterschiedliche Gründe. Also ich bin zwischendurch da mal 2,5 Wochen weg, dann ist bei jemand anders was. Jeder hat dann noch so seine eigenen und anderen Kampagnen und so. Dadurch fallen viele Termine weg und das ist richtig schwierig. Wird sich deswegen leider ein bisschen in die Länge ziehen, aber wir schaffen das. Und ja, gerade die letzte Session hat mir persönlich wieder ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, mal sehen, wie lange wir daran noch spielen und welches Datum wir bei der letzten Session letzten Endes haben werden. Außerdem neu leiten, da steht Dungeons and Dragons, fünfte Edition auf dem Plan mit der Kampagne Storm Kings Thunder. Da gibt es ja jetzt aktuell drei Sessions, hoffe ich. Vielleicht auch schon vier. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig mit dem Drehen, wann ich dann zum Schneiden komme und so. Ja, ist ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Also gerade die eine Session, da war es halt so, an dem einen Tag haben wir Pathfinder gespielt, an dem anderen spielt man D&D 5. Das bringt mich sehr durcheinander. Da werde ich also vielleicht noch ein kleines Weilchen brauchen, bis ich mich da so richtig differenzieren kann, sag ich mal. Das ist also schon so ein bisschen blöd. Aber ansonsten freue ich mich total über diese Kampagne, auf diese Kampagne. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich entwickeln wird, wie sich die Charaktere entwickeln wird. Es ist eine sehr, sehr freie Kampagne. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten leite ich aktuell eigentlich nichts. Also es kommt ja immer mal wieder die Frage auf nach der Südwärtsrunde. Die soll weitergespielt werden, aber Priorität hat einfach die Theaterritterkampagne. Und da haben wir momentan auch schon nicht so viele Termine, wie wir gerne hätten. Das heißt, das wird sich noch ein bisschen hinziehen und dieses Jahr wird es auf gar keinen Fall mehr was. Und es soll zwischendurch nochmal den einen oder anderen One-Shot geben. Da steht Splittermond natürlich im Fokus. Und ja, ich hoffe, das wird November klappen. Also November ist der Plan. Es war eigentlich schon Oktober der Plan, aber das klappt schon nicht. Und jetzt ist November der neue Plan und ich hoffe, das wird klappen und dann gibt es auch mal wieder neue Gesichter bei den Mitspielern zu sehen, worüber ich mich ja immer total freue. Was bereite ich vor? Entsprechend, ja, mit dem One-Shot für Splittermond habe ich ehrlich gesagt noch nicht angefangen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein vorgefertigtes Abenteuer leite oder was Eigenes. Ich tendiere momentan eigentlich eher zu Letzterem. Dann bereite ich natürlich die D&D-Kampagne und die Winterkönigin vor, logischerweise. Ja. Und für nächstes Jahr leite ich, nicht leite ich, bereite ich schon eine kleine Kampagne vor, die ich dann leite, eine vorgefertigte für Splittermond. Das wird aber wahrscheinlich Februar, März werden, bis das Ganze startet. Bis dann gibt es noch ein Querbeet und zu gegebener Zeit gibt es dann für euch mehr Informationen. Der nächste Punkt, was hype ich? Ja, rollenspielerisch hype ich aktuell mal wieder vor allem Splittermond. Ich habe zwar in die Kamera gehalten, was ich alles neu habe. Ich habe vorbestellt auch den Magieband und wahrscheinlich wird er auch da sein, wenn dieses Video online geht. Aber ja, jetzt aktuell habe ich ihn halt noch nicht. Das heißt, es kommt auch noch neu und dann erscheint ja noch einiges an neuen Produkten für Splittermond. Also, das ist jetzt gerade Ende des Jahres wieder ziemlich viel. Also das hype ich natürlich. Und was ich ziemlich hype, ist die Netflix-Serie Maniac. Die haben wir tatsächlich schon durchgeschaut und die finde ich so unglaublich genial, wie ich so unglaublich genial. Und was ich hype, um nochmal auf Splittermond zurückzukommen, und zwar so richtig hype, das ist tatsächlich dieser Roman, also der vierte Roman, es kommt ja jetzt bald auch schon der fünfte. Oh, den feiere ich so dermaßen, aber da, wie gesagt, an anderer Stelle noch mal mehr zu. Das bringt uns aber zum letzten Punkt des Querbeets, was lese, höre ich aktuell. Ja, serienmäßig so ein bisschen Querbeet.
Lesen im Moment noch Lukjanenko, also Sergei Lukjanenko und das Labyrinth der Spiegel. Ist aber fast aus, dann im Kreis der Rabenvögel, was echt strange ist. Da bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, was das für ein Genre ist. Ist von der Stimmung her sehr cool und irgendwie düster, moorig. Aber zum Inhalt kann ich da noch gar nicht viel sagen. Ja, und im Grunde war es das auch schon wieder. Ein Querbeet und mit Sicherheit das letzte Querbeet für dieses Jahr. So viel steht fest. Ich denke im Januar wieder. Und jetzt wollte ich noch was zum Kanalgeburtstag sagen. Das Problem ist, an dem Tag, an dem mein Kanalgeburtstag stattfindet, muss ich arbeiten. Und zwar bis spät abends. Das heißt, ich überlege, ob ich das, also es ist glaube ich ein Mittwoch oder ein Dienstag. Ein Dienstag oder Mittwoch, der 13. November jedenfalls. Und ich überlege, ob ich dann abends noch eine Stunde einfach mache und ob ich dann nicht zu kaputt dafür bin oder so. Oder ob ich das auf den Freitag verschiebe. Eigentlich widerstrebt mir das, aber ich möchte das an genau dem Tag machen und nicht irgendwie nachträglich. Ja, was meint ihr denn dazu? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir das bitte unten in den Kommentaren hin, wie ihr das so seht. Oder auch auf anderem Wege, wie immer. Ja, das war's. Macht's gut. Tschüss.